Servus und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich bin Marv und wir sind gerade in Markarth angekommen. Und werden mal schauen, was hier so passiert. Über dieses Haus? Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Seltsame Lichter oder ungewöhnliche Geräusche? Es ist verlassen und das war es schon immer. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Hey Mann, warum fragt ihr? Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Mhm. Böse Rituale. Das klingt, als ob es ein Auftrag für mich wäre. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. So wird's sein. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Ja, sieht gut aus. Vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt habe. Naja. Fletching Feathers. Nehme ich alle mit. Gold, Zaubertrank. Haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Hast du das gehört? Moment. Habt ihr das gehört? Ja, habe ich. Ich glaube, das kam von da hinten. Dann schauen wir doch mal. Holzkelle. Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Genau, schauen wir mal. Oh, Gold. Raus. Wir wissen, dass ihr da drinnen seid. Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Schauen wir mal. Stendars Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Oh, Hilfe. Schwach. Er ist schwach. Oh. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Ich bin irre stark. Ich bin unglaublich stark. Oh, es wackelt alles. Aber wir werden ihn natürlich nicht... Los, gehen wir. ...nicht zermalmen. Ich habe keine Schwäche für Daedra. Aber ich möchte hier gern eigentlich nochmal mich ein bisschen umschauen. Ich will eigentlich nicht schon wieder rauslaufen. Jetzt ist alles schon wieder so dunkel geworden hier. Vielleicht hätte ich das vorher machen sollen. Gibt's doch bestimmt wieder irgendwas. Elfenzweihänder. Sehr schön sieht er aus. Ein paar Federn. Gold. Die Federn gehören übrigens zu einem neuen Mod, den ich installiert habe. Und zwar kann man damit jetzt Pfeile herstellen. Sehr praktisch. Aber da gehen wir vielleicht ein anderen Mal drauf ein. Jetzt schauen wir nochmal schnell hier, was so alles ist. Ich habe ja dann alles übersehen. Ich kann doch nicht in einen Raum gehen, ohne irgendwie jeden verdammten Schrank aufzumachen. Lederstreifen. Her damit. Ruhe. Also man wird ja mit diesen Federn zugebombt. Da kann man ja... Oh, Stahlplattenrüstung. Die nehme ich mit. Ein bisschen was tragen kann ich noch. So, den Zaubertrank will ich noch haben. Hier. Kommode. Dieses Flüstern nervt ja. Whisper, Whisper. Daedra. Ich werde kein Freund der Daedra, glaube mir. Aber das sollte jetzt reichen. Wir werden jetzt schnell das Haus wieder verlassen. Das ist doch ein bisschen, ups, ein bisschen gruselig. Raus hier. Nein. Tötet ihn. Zermalmt seine Knochen. Zerreißt sein Fleisch. Ich werde nichts zerreißen. Ihr werdet töten. Ihr werdet töten oder ihr werdet sterben. Was? Ich will nicht sterben. Ich kann hier nicht sterben. Ich will auch nicht sterben. Jetzt heißt es ihr oder ich. Junge, tu es nicht. Gibt's da nicht. Lydia, verpass ihm eine. So. Weg ist er. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche.
weiter unten. Meine Belohnung wartet. Schau mal hier, Amulett von Stender. Ein Stender-Amulett. Es soll Leute geben, die brauchen so etwas. Halskette, goldener Ring, Kapuze, Robe. Die Stiefel kann er behalten und den Wein auch. Er wird eh nicht mehr aufstehen. Die ganzen Sachen hier rumgeworfen, das ist ja unglaublich. Er räumt den ganzen Schmarrn wieder auf. Also mal gucken, was hier hinten ist. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Ich will nicht in die Eingeweide eines Daedras. Also so wirklich gut sehen tut man jetzt hier nicht. Ich will auch nichts übersehen, aber es sind alles nur Schrott hier eigentlich. Ja, jetzt? Da. Folge dem Licht. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Mein Preis? Willkommen bei der neuen Game Show Daedra, der Preis ist heiß. Altar. Rostiger Streitkolben. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Nicht wirklich was. Irgendwie. Es ist ein Altar. Es sieht irgendwie mystisch aus. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Das klingt nicht so gut. Ihr wollt wohl Rache an Bonhenia nehmen? Hm? Rache? Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. So warten wir. Dann ist das wohl so. Na? Lydia, sag mal. Ich gebe euch Deckung. Riecht gut, aber die Rüstung, die du trägst, ne? Wie viel. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Hält die denn bitte aus? Zwergenrüstung 42. Und die Stahlrüstung, die ich jetzt eben gerade aufgesammelt habe. Da, Stahlplatten 43. Lydia, du musst dich umziehen. Hey, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Das gefällt mir. Kann ich dir noch was geben? Noch nicht, aber ich werde sammeln. Lydia, ich werde sammeln und dann bekommst du schöne neue Sachen. Es wird auch mal Zeit, dass du ein bisschen hübscher aussiehst hier. Schöner Elfenzweihänder. Aber das war's erstmal. Komm damit klar, das sollte reichen. Geht ihr voran? Alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir auf diesen Priester warten. Den komischen. Ah ja, jetzt hat der Daedra-Fürst hier das Licht auch wieder angeschaltet. Das ist ja nett. Also wer hätte damit gerechnet? Du gehst einfach in eine Hütte rein und dann passiert sowas. Aber mit den Daedra ist ja wohl nicht zu spaßen. Außerdem stapeln die ihre Stühle auf den Tisch. Komische Leute. Nun gut, wo muss ich hin, um den Daedra-Fürsten zu finden? Schrein von Talos? Wo ist denn jetzt
hast die Quest. Die anderen mache ich erstmal wieder aus. Ich wollte hier keine Nebenquests machen, aber wenn das alles irgendwie so schnell sich hier ergibt. Den Priester von Boethia. Da muss ich erstmal hinlaufen. Das mache ich vielleicht dann doch in einer anderen Folge. Und wir werden uns jetzt wieder der Hauptquest widmen. Und zwar werden wir uns nach Alduins Mauer begeben. Und dort ein wenig für Trubel sorgen. Muss ich nur finden, wo die ist. Dort. Die Kartspitze. Dann werde ich jetzt dahin laufen. Hilft ja nichts, ich muss ja dort irgendwie ankommen. Also, los geht's. Wir gehen dort unten lang. Wir werden schauen, was der Alduin dort für uns vorbereitet. Nehmt euch vor der Gegend im Nordosten jenseits des Flusses in Acht. Die Abgeschworenen haben sich in die Bruchturmschanze und die Rotadlerschanze zurückgezogen. Okay. Bruchturmschanze klingt ja noch nicht so schön. Aber wir springen jetzt einfach direkt zu Alduins Hütte und machen dort weiter. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder und haben auch gleich einen Drachen getroffen, der jetzt hier unglaublich geschickt durch die Wand fliegt. Und da so ein paar Leute jetzt gerade grillt. Vielleicht kann ich hier irgendwie... Na, daneben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie gleich zu denen hingehen sollte oder warten sollte, bis sie den Drachen töten. Oder die töten und dann den Drachen töten. Schleichen. Geht auch nicht. Ach, das sind ja meine Freunde. Delfin und der gute Espern. Die kämpfen jetzt hier schon gegen einen Drachen. Leute, gut, dass ich vorbeikomme. Jetzt hättet ihr nur ohne mich gemacht. Der gehört dir. So. Frostdrache. Ich hätte gerne irgendwie so einen Spruch, um den mal vom Himmel zu holen. Oder ein paar bessere Pfeile. Tschüss. Oh, was ist das? Hat er eine Bruchlandung gemacht? Soll ich da jetzt wirklich hochlaufen? Komm, steh auf. Hat jemand was gesehen? Ist er wirklich noch da oben? Dann gehe ich mal schnell rüber. Den will ich mir schnappen. Schwimm! Schauen wir doch mal. Der hat aber eine übelste Bruchlandung hier gemacht. Oha. Und da ist... Das hilft dir jetzt gar nichts mehr. Frostdrache. Pass mal auf, wir werden jetzt ganz schnell unser Feueratem auswählen. Und grillen. Karl! So viel zum Thema, wir werden ihn grillen. Er hat uns vernichtet. Da habe ich ja noch nicht mit gerechnet, also dann werden wir jetzt vielleicht doch mal irgendwie die ganze Sache ein bisschen geschickter angehen. Oh Mann. Bin ich denn jetzt schon wieder in einem Markart? Bin extra da jetzt hingelaufen und habe jetzt irgendwie den alten Speicherstand erwischt, weil ich vorher nicht gespeichert habe. Also laufe ich jetzt wieder hin. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder da und sind gleich schon direkt im Kampf mit dem Drachen. Unsere Freunde sind leider jetzt im Moment nicht hier. Wir müssen den alleine besiegen. Dunkelelf? Wo kommst denn du her? Hey! Jetzt muss ich gegen einen Drachen und einen Dunkelelfen kämpfen. Ist ja nicht schön, aber der hält ja nicht wirklich was auf. Aus. Aber das Problem ist eher der Drache. Zwergenpfeile. Euch brauche ich nicht. Feuersalz nehme ich jetzt Gold. Hexenrabenklaue, ja. Gift brauche ich auch nicht. Stahlstuppen, Schuppenstiefel, nee. Das kann ich auch mal mitnehmen. Die Handschuhe. Die lasse ich auch da. Aber der Drache, wo ist der Drache? Da ist der Drache. Ich schau mal, ob ich schnell zu Delfin und
S-Bahn rüberkommen. Vielleicht könnt ihr mir dann irgendwie unter die Arme greifen. Wenn ich nur wüsste, wo Lydia ist. Lydia, komm. Wo bist du? Lydia? Oh, Lydia steckt da hinten fest. Mal gucken. Hey. Ach, du willst gegen den hier kämpfen. Lydia hätte ihn gern ganz allein für sich. Der macht ganz schön Schaden. Aber wir spielen auch auf Expert, glaube ich. Da ist das klar, dass der jetzt ganz schön Schaden reinhaut. Ah, S-Bahn und so, die kämpfen da hinten auch schon mit. Aber halt nur so ein bisschen. Nein, daneben.